was heute passieren wird. Ich mich hier wirklich mit unfassbaren Push gerade so hinten halten und Verstappen dreht sich weg. Er dreht sich weg und wir übernehmen die Führung kampflos. Reiht sich zu Max Verstappen und Red Flag jetzt. Das scheint gar nicht mehr verbrannt zu werden. Wir die Gejagten sein und ich starte von 21. Warum muss ich vom letzten Platz hier starten? Damit ein herzliches Willkommen zu unserer F1 23 mit Teamkarriere mit Audi. Wir sind bereits in Season 4 und heute könnte das Rennen der Rennen sein, denn wir könnten in Mexiko heute unseren zweiten Formel 1 Fahrertitel einfahren. Ich freue mich natürlich und es wird sehr, sehr spannend. Das kann ich euch schon mal, versprechen, denn ich muss mich oft heute die Frage stellen, was ist nur los heute? 4,3 Kilometer, 2 DRS, 3 DRS-Zonen. Doch 3. Das wird natürlich noch besser. Und eine ewig lange Geraden, die dem Audi nicht gerade unbedingt liegt, denn die Stärke ist nicht der Topspeed. Und ich habe schon ein paar Videos angesprochen, wir werden auf jeden Fall den Motor nach dieser Season wechseln. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ist es der Red Bull Powertrain oder doch der Mercedes Motor oder doch der Ferrari Motor. Mercedes haben wir aktuell auch drin, aber da wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Jetzt geht's los in unsere finale Qualifying-Runde. Lange Geraden, deswegen kann ich auch viel geschmodern. Und let's go, Turn 1, fetter und ja, härtester Bremspunkt der Strecke. Zack, durch hier, Curb gut mitgenommen, Strecke gut ausgenutzt, leichter Rutsche beim Kurvenausgang. Doch, wir nehmen fast eine Zehntel mit. Und wo bleibt die Uhr stehen? Es ist mal eine persönliche Verbesserung von einer Zehntel. Meine Stärken liegen ganz klar im Mittelsektor. Mein Auto ist sehr wendig und wir haben viel, viel Aerodynamik, dass man hier wirklich auch braucht. Gerade im Mittel- und Endsektor komme ich weit neben die Strecke, hat ein bisschen Zeit gekostet. Trotzdem nehmen wir die Zehntel immer noch mit, ab in den Mittelsektor mit vielen Kurven, die aufeinander folgen. Hier viel Track ausgenutzt beim Rausbeschleunigen, die halbe Sekunde mitgenommen und das ist wieder grün. Also es wird wahrscheinlich nicht die Pole werden. Jetzt geht's ins Stadion, da bin ich persönlich gar nicht ein Fan davon. Denn die Kurven sind hier wirklich schwierig zu fahren. Viele Traktionsprobleme auch bei mir. Und jetzt beim Rausbeschleunigen fast 7 Zehntel. Wo bleibt die Uhr stehen? Wo werden wir starten? Und es ist der zweite Platz. Das ist, glaube ich, auch hier in Mexiko besser. Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hamilton, Leclerc, Perez, Russell, Gasly, Stroll, Ocon, Oscar Piastri, Sainz, Bottas, Theo Pourchaire, Albon, Drugovic, Joe, Magnussen, De Vries, Liam Lawson, Sargent, Doohan und Yuki Tsunoda. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Sutherland, hier sind wir nun in der Startaufstellung, starten hier in einer Reihe mit Max Verstappen. Gerade die Red Bull, die haben sich in unserer vierten Season hier gar nicht gut gemeldet. Jetzt aber hier melden sie sich zurück und Verstappen hier mit einem Raketenstart. Guckt euch mal an, wie der davon schießt. Also da kann ich kaum mithalten. Auch links schert jetzt schon mal Leclerc aus. Der wird aber noch hinten bleiben. Natürlich ist es nicht optimal gelaufen. Der Start hätte ein bisschen besser sein können, aber bei der Beschleunigung von Max, also da glaube ich, wäre ich auch mit einem optimalen Start nicht vorbeigekommen. Die sind unfassbar schnell von der Beschleunigung her. Und ja, Red Bull, glaube ich, könnte auch ab nächster Season wieder ein Konkurrent werden für den Sieg oder für auch die Weltmeisterschaften. Die waren ja gerade so zu Beginn oder sagen wir generell die erste Season-Hälfte war Red Bull ja nicht da. Die waren immer nur so um den 5., 6. maximal mal dritter Platz, aber ja, quasi immer im Mittelfeld hinten. Die hatten eine schwierige Season. Wir waren am Anfang eher schlechter, sind dann immer wieder oder immer besser geworden und sie halt dann andersrum. Sie auch gleich rum. Sie waren auch, ja gut, lassen wir es jetzt mal gut sein. Jetzt sind sie halt extrem gut. 7 Zehntel sind wir jetzt hinten. Max Verstappen, der gibt hier das Tempo vor und das ist wirklich sehr schnell. Das Gute ist natürlich, dass wir im Windschatten hier auf Startziele richtig aufholen können. Doch da kommt schon mal ein Ding, was ich mir wünsche, was ich ändern sollte. Und das ist auf jeden Fall mal, dass mein Mercedes-Motor
bei 351 abriegelt, egal ob ich die Race aufdrehe oder nicht. Jetzt geht es aber noch hier mal in die Start-Replay und wir sehen auf jeden Fall, dass der hinter mir? Ein Mercedes, der hat einen bombastischen Start, aber gerade Charles, der ist da wirklich unheimlich toll weggekommen, schert hier aus, aber ist es nicht ausgegangen. Natürlich sollte ich es nicht schaffen, ins DS-Fenster bis zur dritten Runde, also da drin zu bleiben, zu Verstappen, wird es ziemlich schwierig, den Ferrari hinten zu halten, denn die sind verdammt schnell auf den Straights. Es wird aber noch viel verrückter Stuff heute passieren. Abonniert auch gern kostenlos den Channel, dass ihr nichts mehr passt. Lasst gerne Daumen runter. Wir sind jetzt am Ende von der zweiten Runde. Purple im ersten Sektor und lila. Und grün im zweiten. Reicht für die schnellste Rennrunde. Wir sind nah dran an Verstappen. 3 Zehntel, 2,5 Zehntel. Noch kein DRS, by the way. Also es ist reiner Windschatten und EAS. Also das ist sehr, sehr gut. Wir können hier schön an ihn dran fahren und jetzt sollten wir auch das erste Mal das schöne DRS bekommen. Nein, noch nicht. Okay, das ist ja gekoppelt mit Startziel. Das finde ich auch der blöd natürlich, aber ist halt so. So sind die Regeln. Und ja, hier die Kurven sind halt schon sehr, sehr geil. Die machen halt richtig viel Spaß. Verstappen aktuell scheint ein bisschen Probleme zu haben. Oh, jetzt habe ich auch hier mit einem richtig fetten Pendler aus der Kurve raus. Wollte ich ein bisschen zu viel Zeit mitnehmen. Fünfte Runde mittlerweile und ich hänge immer noch hinter Max Verstappen fest. Und jetzt gucken wir uns dieses Dilemma mal an. Wir riegeln bei 350 ab. Ich kann das ERS theoretisch abdrehen, denn es wird nicht mehr schneller. Und das ergibt halt absolut gar keinen Sinn. Denn wenn ein Motor bei 51 abriegelt, wäre ich ja trotzdem mit ERS noch immer noch schneller, oder? Also das macht nicht viel Sinn, EA, oder? Ihr seht selbst. An Max Verstappen vorbeizukommen, ist halt wirklich eine Mammutaufgabe. Ich hänge hier hinten dran. Pressure bis zum geht nicht mehr. Oh, Jack Doohan ist draußen im Williams. Das ist natürlich bitter. Aber ja, jetzt nicht viel mehr schlimm. Natürlich, wenn jetzt die Safety Car kommen würde oder Forest Sea oder so, wäre das bitter. Denn ich glaube nicht, dass ich jetzt schon, müsste ich auf den weißen Reifen gehen. Und das würde die Strategie komplett bekommen. Jetzt ist mal Charles Leclerc hier an uns vorbei. Wir können uns aber noch in Turn 3. Werden unter Monegassen wieder vorbeigehen. Aber eins ist auf jeden Fall zu sehen, Verstappen hat dadurch natürlich ein bisschen Zeit gewonnen. Der ist scheiße schnell. Also das kann ich nicht anders sagen. 7 Runden arbeite ich mich jetzt schon an ihn dran. Mein Motor ein bisschen abgenutzter. Auch meine Hinterreifen natürlich durch diese ganzen Rausbeschleunigungskurven. Auch hier dann natürlich im kompletten Stadion und auch aus der letzten Kurve raus. Das beansprucht schon ordentlich die Hinterreifen. Und wir beginnen auch schon allmählich zu rutschen, ja, hier der Körper, das war kein perfekter Exit. Dass es hier keine Verwarnung gab, da kann ich wirklich von Glück reden. Ich muss mich hier wirklich mit unfassbaren Push gerade so hinterhalten und Verstappen dreht sich weg. Er dreht sich weg und wir übernehmen die Führung kampflos, wie damals in Brasilien. Spinnt er sich einfach weg und das wird ziemlich komisch. Also das wirkt echt sehr, sehr falsch, wie der da weggerutscht ist. Natürlich ein bisschen zu früh aufs Gas gegangen, aber die Reifen sind noch nicht so durch, dass man sich so leicht hier wegdreht. Da bin ich auf jeden Fall auf die Replay gespannt. Jetzt gucken wir uns die noch einmal an und wir gehen hier in die Kurve rein und Max, den dreht es einfach weg. Ich fahre 1 zu 1 genau die Kurve gleich und ja, einfach ausgehebelt. Das ist natürlich ganz bitter für Max, also der fliegt da ganz, ganz weit zurück, vielleicht sogar auf den letzten Platz. Und so kommt es dann, dass wir hier die Führung übernehmen. Doch auch nicht ganz so einfach, wie wir das vorgestellt haben. Wieder Geld. Wieder steht da hinten einer in der gleichen Kurve wie Verstappen vorhin. Was ist hier nur los? Ja, Perez nimmt seinen Platz ziemlich gut ein. Der ist jetzt zwar nicht der Führende, aber der macht jetzt ordentlich Druck. 6 Zehntel. Jetzt drückt hier Perez an. Und der kommt da tatsächlich uns ganz, ganz nah. Ich gehe spät auf die Bremse. Muss weit hier gehen, aber ich bleibe gerade noch so vorne und da hat sich schon eine ziemlich große Lücke gebildet hinter der Führungsgruppe und das ist vermutlich auch dem, ja, Spins geschuldet, denn die müssen sich ja immer wieder abbremsen und ich habe da tatsächlich auch hinter mir viele, viele Leute, die sehr arschgeierig sind. Ich würde sagen, hinter Russell ist dann mal eine Lücke, aber trotzdem, da kommt Perez mal angeschossen, da wird er doch nicht reinhalten, oder nein? So dumm ist selbst er nicht. Und da geht's ins Stadion. Hier ist der Exit verdammt wichtig, denn sonst ist Checo vorbei.
Neunte Runde, allmählich, glaube ich, kann man auch schon über Boxenstopp reden. Wir haben zwar noch 16 Runden zu gehen, also das wäre auch noch ein gewaltiger Stint für die gelben Reifen. Ein, zwei Runden schon noch draußen bleiben. Ja, Perez, der ist ein Wahnsinn. Der schießt hier vorbei, da kann ich kaum mithalten. Die Top-Speed-Werte von Perez sind krank krass. Da gehen wir noch einmal mit einem sehr späten, gewagten Manöver an ihm vorbei und gehen da wirklich aus der ersten Schikane als Gewinner raus. Leclerc bleibt Dritter. So, jetzt aber 10. Runde und wieder da hinten. Es ist exakt die gleiche Kurve wie bei Max und da steht diesmal ein Aston Martin. Es ist einfach nur, was ist heute hier los bitte? Das ist, steht die Welt nicht mehr, for real. Es steht wieder ein Aston und der reiht sich zu Max Verstappen und Red Flag jetzt. Das scheint gar nicht mehr voranzugehen hier. Und wir werden hier einen kostenlosen Boxenstopp bekommen und werden auch wieder von 1 starten. Jetzt aber mal hier, auf welche Strategie gehen wir? Es ist auch perfekt, also das Timing ist super. 13. Runde, das heißt, wir haben noch 12 Runden mit Gelb zu gehen. Das sollte sich locker ausgehen. Jetzt gucken wir uns auch mal die Replay an und es ist exakt der gleiche Spin wie bei Max Verstappen. Ist das ein Bug der KI? Ich habe keine Ahnung, aber eins ist klar, es ist Lance Stroll, der hier ordentlich Probleme hat. Und das ist wirklich unfassbar gefährlich. Deswegen glaube ich auch kam die Red Flag. Hat sich der da vielleicht festgefahren auf dem Curb? Das wäre natürlich verdammt bitter. Aber eins zu eins, wie der Spin von ihm hier. Da gucken wir uns noch einmal dieses gewagte Überholmanöver gegen Checo Perez an. Ich gehe hier links vorbei und ja, unterschätzt auch so ein bisschen, wie eng das hier zur Sache geht. Und ja, das war gerade noch so, würde ich sagen, fair. Boah, da komme ich wieder neben die Strecke, auch viel Dreck hier aufgesammelt, was dann auch wieder für Checo die Tür beinahe aufgemacht hätte. Und der war da auch ganz knapp, da gehen wir nebeneinander rein. Ich glaube aber auch, dass da genug Platz für beide zum Atmen war. Ja, da war es schon sehr eng. Jetzt gehen wir aber mal, ich bin sehr gespannt, wie der Restart verlaufen wird. Jetzt werden wir die Gejagten sein und ich starte von 21. Warum muss ich vom letzten Platz hier starten? Ich verstehe die Welt einfach nicht mehr, Leute. Hä? Es gab Red Flag, ich war erster Platz und auf einmal muss ich vom 21. Platz in... Was? Warum? Warum? Ich verstehe es einfach nicht mehr. Na super, ein Bug von dem Drecks-Game und ich kann es nicht ändern. Es geht auch kein Respawn oder so, denn nach der Red Flag, oh, da geht es ordentlich zur Sache, denn nach der Red Flag gibt es hier keine Respawns und wir müssen uns da tatsächlich durcharbeiten. Ich konnte zwar mit ein paar aggressiven Manövern hier mich bereits auf den 11. Platz vorarbeiten, aber ich verstehe die Welt einfach nicht mehr. Mir war ganz klar erster Platz, ich war ganz klar erster bei der Red Flag und jetzt auf einmal bin ich da ganz, ganz hinten. Also das ist for real eine Sache, die ich absolut gar nicht verstehen kann. Das ist so ärgerlich. Das sind so wertvolle Punkte, die ich in der Fahrer- und Konstrukteurs-WM heute verlieren werde. Und ja, jetzt auf den 10. Platz ein Punkt anstatt schönen 26, 25. Das muss man mir echt mal erklären, wie das möglich ist, dass ich hier einfach so hardcore gerobbt wurde. Also das ist wirklich ein Robben, denn ich hätte locker um den ersten Sieg, um den ersten Platz mitfahren können. Auch wenn nicht, aber das Podium wäre locker drin gewesen, aber ja, so wurde das hier alles ein bisschen gescriptet und ja, von Perez ein bisschen gerobbt. Jetzt aber mal Leclerc auf den ersten Platz. Ich denke mal aber, dass vom Topspeed her der Red Bull gewinnen wird. Wir werden heute, ich denke mal, nicht aufs Podium kommen. Ich habe zwar gelbe Reifen, aber ja, ich bin gar nicht darauf ausgelegt, hier vom 9. Platz aus noch irgendwie was zu machen. Ich pushe mich natürlich auch to the limits. Auch Alex ist jetzt vor uns. Da darf ich jetzt auch nicht irgendwie zu aggressiv reingehen. Natürlich nicht nur bei Albon, sondern bei allen, aber gerade bei ihm darf ich da jetzt nicht die Wut auslassen, denn er ist wirklich ein toller Rennfahrer und hat auch die letzten Wochenenden mir auch teilweise Prole geboten. Ja, das ist wirklich jetzt, sorry, dass ich da ein bisschen zu hardcore die Kurve geschnitten habe, aber ich bin unfassbar confused, was da los ist. Das macht für mich nicht viel Sinn. Das ist echt bitter.
Gucken wir uns nochmal den Restart hier an. Von ganz vorne Perez von Pole in dem Fall. Marschall dahinter. Ja, die Mercedes, ja. Russell, der ist ja gefühlt gestanden hier. Ich konnte mit einem guten Start hier tatsächlich... Ah, die Red Flag war nach draußen, sehr interessant. Das ist wieder mal natürlich typisch EA, oder? Also da war die Red Flag nach draußen beim Start. Da musste ich weit gehen, weil sich die McLaren anscheinend lieber mit sich selbst beschäftigen, als mit anderen Gegnern. Und ja, da war es unheimlich eng. Dann der Rutscher noch von dem einen McLaren-Dude. Und ja, musst du dich auch mal ein bisschen dran tasten. Ja, es ist cool natürlich, aber wenn du da wertvolle Punkte verlierst, die du dann auch noch in der Konstrukteurs-WM bitter nötig hast, ist das tatsächlich ganz, ganz schlimm. Boah, da geht der McLaren, der Red Bull, Mann, der Ferrari rein und der Mercedes gibt ihm da den Switchback. Ja, das ist schon ziemlich cool, da zu sehen, auch wie die KI fightet. Jetzt haben wir hier Albon vor uns in der 17. Runde. Wir sind aktuell auf dem 9. Platz und das wären 2 Punkte. Beim Rausbeschleunigen komme ich hier aber besser raus. Und da gehe ich dann tatsächlich auch an Alex vorbei. Verdoppel meine Punkte auf nun 4 Punkte. Und ja, es ist bitter. Es ist sehr, 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 sehr schlimm. Aber ich will es jetzt nicht auch 100 Mal ansprechen. Kann sich jetzt nicht noch jemand wegspinnen? Das wäre natürlich sehr, sehr toll. Bevorzugt natürlich irgendjemand von ganz vorne. Da bin ich sehr aggressiv am Gas. Probiere hier außen was anders aus. Ja, komm, hier neben die Strecke. Reicht noch nicht ganz. Aber ich glaube, das wird für den gleichen Move wie gegen Alex vorhin reichen. Ja, ich habe da auch viel Körper mitgenommen. Halleluja. Das ist sehr, sehr knapp hier, wie es hier zur Sache geht. Ich bin auf den... nun 7. Platz, wären 6 Punkte immerhin. Ich glaube, vor mir drin wären auch Pierre Gasly und dann natürlich auch George Russell. Ich glaube aber, dann wäre es auch Schluss. Also es ist auch in nicht mehr so viel zu gehen. 7 Runden noch, die Reifen sind eher more. Und ich bin auch nicht im DRS-Fenster, was mich natürlich auch zu lebenden oder zu fahrenden Zielscheibe für die hinteren Jungs macht. Halbe Sekunde, doch irgendwie DRS bekommen. Und ich bin jetzt hier auch dran im DRS-Fenster. Und auch ganz knapp hinter George Russell, der sich hier mit dem Verkehr abfrecken muss. Gasly, glaube ich, auch kein Fahrer, der da vorne hingehört. Doch ihr Top-Speed ist natürlich verdammt schnell. Die sind auch schneller wie die Mercedes, denke ich mal. Also mache ich mir da keine große Hoffnung, dass wir in dieser Runde bereits den Mercedes überholen werden. Denn wir haben den gleichen Motor im Heck drin. Jetzt aber mal dran saugen hier Richtung Turn 1. Es geht rauf auf 351. Dann riegelt das Scheißhaus wieder ab. Es ist wirklich nicht cool, dass das so mühsam ist. Es ist wirklich extrem, extrem schwierig, hier das... Ja, mal schauen. Russell jetzt hier und da gehe ich mit einem späten Move rein. Russell lenkt gar nicht ein. Das war sehr gewagt. Gott sei Dank haben wir da gewonnen und nicht irgendwie was verloren oder auch Russell den Flügel verloren. Wir sind hier tatsächlich auf dem 6. Platz wieder. 8 Punkte. Wir würden natürlich trotzdem viele wertvolle Punkte verlieren, weil auch nur Albon weit hinten ist. Und Gasly wäre noch ein cooles Ziel. Ich glaube, sonst ist das dann aber auch schwierig. Wir sind hier... Genau, das war das erste Überholmanöver gegen den Alpine. Ich glaube, das ist dann Ocon. Und dann auch noch gegen Gasly. Ja, das war jetzt nicht viel zu sehen. Gasly, 4 Runden sind es noch zu gehen. Ich hänge schon bereits ganz knapp hinter dem Gasly. Ja, da bin ich ganz, ganz spät auf der Bremse. Fast zu spät. Kein Flügelschaden. Wichtig. Auch für die schnellste Rennrunde wird es heute nicht reichen. Natürlich, ich hatte keine einzige freie Runde zu fahren. Was dann auch nur summa summarum die 1.17.0, die ich schon von Anfang an habe, ergibt. Jetzt Pierre Gasly, ich gehe hier außen rein, gehe hier rein, irgendwie ganz, ganz komisch. Fair war es nicht, aber ich glaube, mit so viel Wut im Bauch kann man das auch verstehen und auch der ein oder andere Rennfahrer bringt in seiner Karriere nicht immer die saubersten Moves. Es war jetzt auch nicht so irgendwie eine Crash oder so, aber natürlich habe ich schon sehr viel Vertrauen gehabt, dass Gasly nachgibt. Wir sind in der 24. Runde und die Reifen sind durch. Ich komme da kaum mehr an Sainz dran. Geschweige denn an Hamilton, also das Podium ist nicht drinnen, letzte Runde und wir sind hier, ja,
unfassbar am Rutschen. 1,5 Sekunden bin ich jetzt vor Gasly und ich bin wirklich glücklich, dass es ja noch für den fünften Platz gereicht hat. Ich habe es irgendwie hier mit 10 Punkten rausgeschafft. Natürlich wäre das Podium easy drin gewesen, aber wenn ich im Restart nur vom fünften starten hätte müssen, wäre sich das auch locker ausgegangen. Egal, so jubelt wer anderer. Perez gewinnt, geschenkt, aber er gewinnt hier in Mexiko beim Rausbüschlein hier noch ein Quersteher. Für heute war es das mal mit dem Rennen. Aber es hat gereicht. Wir sind Weltmeister geworden und ich bin absolut gar nicht in Verlaune. Denn es ist irgendwie so, ja, quasi unverdient. Also ich mache mir da so, Mann, das ist echt, Mann. Ja, cool. Wir sind zweifacher Weltmeister. Es ist trotzdem, glaube ich, ein tolles Rennen gewesen, um zu zeigen, wie gut es war. Einer vortrefflichen Leistung. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Ja, Perez kann sich freuen. Er gewinnt seinen Heim Grand Prix das erste Mal in seiner Karriere. Und wir werden hier immerhin ein guter fünfter Platz, holen uns den Fahrertitel, behalten die 1 auch für die fünfte Season. Doch die viel wichtigere Frage ist, wie schaut es in der Konstrukteurs-WM aus? 84 Punkte Vorsprung reichen. Und die ist jetzt wieder ja, deutlich gestiegen. 14 Punkte hinten. Das wird ein enges Höschen gegen die Mercedes. Da gucken wir noch einmal. Ja, gutes Rennen auch von Albon. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Safety Car jetzt nicht zur perfekten Zeit gekommen. Ah, die Red Flag. Aber wann ist die auch schon perfekt? Und ja, da gibt es auch ein paar Sachen. Natürlich die Führungsrunden. Hol dir das Qualifying, die Pole. Es ist alles ganz knapp nicht geworden. Die Pole ganz knapp wegen einer Zehntel. Dann auch der Rennsieg wegen dem Bug. Und so hast du dann halt mal ein Wochenende, wo du, ja, eher Minus machst. Für heute war es das mal. Danke, danke, danke für einen krassen Support. Ich freue mich immer wieder, wenn so viele von euch zuschauen. Schaut auch unbedingt gerne auf Instagram, auf IT-Gaming vorbei, aber auch gerne auf TikTok, it's-tobi. Und ich würde mich extrem freuen, falls euch meine Videos gefallen, dass ihr auch hier ein Däumchen nach oben da lässt. Falls ihr es noch nicht habt, würde ich mich auch gerne über ein kostenloses Abo von euch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen oder später noch auf TikTok. Also da wird wirklich viel Sachen auch noch zum Las Vegas Grand Prix kommen. Für heute war es mal. Bis morgen oder später und ciao.